Sehr willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum nächsten Vlog bzw. zum nächsten Follow Max Around. Heute geht's zum Auswärtsspiel nach Bremen. Es ist richtiges Pisswetter, genauso wie letztes Jahr. Da war das Wetter auch ordentlich beschissen. Da gab es ja ein 3:3, das war allerdings im Dezember. Jetzt haben wir März und trotzdem regnet's. Ich bin gespannt, was das heute werden wird. Für Hannover alles oder nichts Spiel, so mehr oder weniger. Wenn sie das heute verlieren, ist eigentlich alles klar, weil dann ist der Rückstand einfach auf jegliches Team da unten zu groß. Und wenn sie dann nicht die Siegesserie des Jahrtausends einfach anfangen, wird das, glaube ich, nichts. Gegen Bremen, gegen Frankfurt und gegen Hoffenheim müssen sie gewinnen. Sie müssen auch viele andere Spiele gewinnen. Und wenn sie das heute nicht gewinnen, müssen wir zumindest gegen Köln gewinnen. Also es ist trotzdem, wenn sie es heute verlieren, sieht es ganz, 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 ganz schlecht aus. Und dementsprechend hoffen wir mal das Beste. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Hannover jegliche Chance hat, momentan in der Lage, Bremen zu schlagen, weil Bremen ist halt auch euphorisiert, deswegen dem Sieg gegen Leverkusen, dem 4:1. Ich hoffe es natürlich trotzdem, ich bin gespannt, aber ich kann halt nichts garantieren und niemand kann was garantieren, kein Fan. Ich weiß noch nicht, wie viel ich heute filmen werde. Ich habe ehrlich gesagt gerade gar nicht so viel Bock zu filmen, aber ich werde euch auf jeden Fall ein bisschen was zeigen, ein bisschen mitnehmen. Wie immer, wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns dann später wieder. Bis gleich. Trautes Heim, Tabellenplatz 18 allein. So, Freunde, angekommen zu Hause nach einem sehr enttäuschenden Spieltag in Bremen, nach einer sehr enttäuschenden Niederlage mit 4:1 gegen den SVW. Eigentlich alle Chancen sind verspielt auf den Klassenerhalt. Hannover wird absteigen und da bin ich mir relativ sicher. Ich war es ja schon vorher, ich war pessimistisch und das hat sich heute wieder bewahrheitet. Ich habe gestern Abend, als ich gefragt wurde von einer Freundin, von meiner Freundin, Grüße an dich, mein Schatz, gefragt wurde, glaubst du daran, dass die was reißen? Dann meinte ich, nee, die kriegen eine Klatsche. Heute wieder zuversichtlich gezeigt und versucht, ein bisschen Zuversicht zu demonstrieren, aber natürlich wieder komplett enttäuscht worden von der Mannschaft und richtig schön aus dem Maul bekommen mit 4:1, besser geht's nicht. Was soll man noch groß dazu sagen? Man kann eigentlich nichts mehr dazu sagen, man kann auch noch verzweifelt sein. Ich bin froh, dass ich jetzt nächstes Wochenende nicht da bin gegen den 1. FC Köln und dass ich auch danach gegen Frankfurt nicht mitfahren werde, denn das geht einfach momentan so nicht, wie es läuft. Das ist echt einfach eine Katastrophe. Man kann nicht keine positiven Worte mehr dafür finden, weil es gibt nichts mehr, was man positiv noch sehen kann. Wenn man mal eine Einzelkritik macht, bei Bremen war heute wirklich, also kein Spieler ist wirklich negativ aufgefallen. Das war eine geschlossene Mannschaftsleistung, die haben gekämpft, die haben guten Fußball gespielt. Die waren kreativ, die hatten Chancen, die haben das vernünftig gespielt. Ich glaube irgendwie, diese Kamera ist mittlerweile auch, zumindest sieht sie sehr komisch aus, hier eingedellt. Ja, egal, geschlossene Mannschaftsleistung, haben gut gespielt und so weiter und so fort. So, Hannover, was hat Hannover gezeigt? Nix. Anfangsphase war einmal ganz gut Kiyotake mit dem Dribbling. Durch die ganze gegnerische Verteidigung. Hat natürlich nichts zu nichts geführt, aber war schon mal ansehnlich. Ansonsten Zieler, kann man den Gegentor nichts machen, ansonsten unauffällige Leistung, war man nicht so sicher bei Standards. Defensive Milosevic war in Ordnung, Schulz war auch in Ordnung, aber haben halt trotzdem vier Dinger reingekriegt. Das lag aber nicht an individuellen Fehlern von den beiden, sondern einfach an schlechtem Stellungsspiel allgemein bei Hannover, beziehungsweise an zu wenig Kampfgeist. Die Konter, ja, also es war eigentlich katastrophal, was die beiden gespielt haben, ne, in so Hinsicht. Aber es gab jetzt nicht irgendwie individuelle Aussetzer, wo du wirklich sagen hättest, wow.
Sakai, ich weiß nicht, wo er beim 1-0 war. Normalerweise ist das seine Seite. Beim 2-0 lässt er sich komplett düpieren. 3-0 ist er auch seine Seite eigentlich. Nee, Quatsch, das war Sorgs Seite. 3-0 und 4-0. Aber ja, die ersten beiden Tore, beim ersten habe ich die nicht gesehen. Beim zweiten hat er sich überlupfen lassen. Naja. Dann Außenverteidiger anderer Seite, Sorg. Offensiv ab und zu mal ein bisschen was versucht. Das war auch in Ordnung, gerade in der Anfangsphase. Aber das dritte und vierte Tor, ja, war auch Sanés Fehler mit. Aber boah, das war wirklich auch keine gute Leistung. Sané unterirdisch. Unterirdisch. Trottenschlecht. Unglaublich. Den hätten sie wirklich im Winter verscherben sollen. Im Winter hätten wir vielleicht noch einen zweistelligen Millionentrag dafür bekommen. Bei dem, was die englischen Vereine alle zahlen. Was der spielt seit der Rückrunde oder seit Ende der Hinrunde, das ist katastrophal. So oft einfach dämlich den Ball halten, so oft dämlich rumdribbeln, in Solo gehen. Schlechte Pässe, dämliche Entscheidungen, Zweikämpfe total. Also, was mit dem passiert, ich weiß es nicht, aber das ist einfach nur erbärmlich, was der momentan spielt, und das ist ein Sinnbild von Hannovers Niedergang. Yamaguchi nach 35 Minuten ausgewechselt hat, da verstehe ich scharf nicht. Dann stell ihn nicht auf! Der hat nicht schlecht gespielt, der war nicht schlecht auf dem Platz. Sané war deutlich schlechter, aber er nimmt Yamaguchi runter. Wahrscheinlich, weil Yamaguchi einfach, ja, an sich vielleicht nicht ganz so gut ist wie Sané. Aber trotzdem, der hat nichts irgendwie falsch gemacht, und dann stellt er Fehler fest, ach, ich hab ja gar keinen Stürmer auf dem Platz. Dann bringt man einen Scholloi rein. Wirklich, komplettes Unverständnis. Das sind Feierabend und Sobek. Wir hatten einen Stürmer im Kader. Einen. Karaman kann es ja nicht mal richtig als Stürmer sehen. Das sind Flügelspieler. Aber nein, Feierabend nimmt er nicht mit. Sobek nimmt er nicht mit. Niemand nimmt er mit. Das ist absolut behindert. So, dann Gülselam, Gülselam war einer der wenigen, die wirklich nochmal was ansatzweise hinbekommen haben. Der hat vernünftiges Spiel gemacht. Der war auch nicht gut. Aber der war zumindest mal halbes Bundesliga-Niveau. Das war in Ordnung. Der hat wieder ein vernünftiges Spiel gemacht. Und deswegen mag ich den so, den schätze ich so. Der ist da, wenn man ihn braucht und versucht alles. Der meckert nicht, wenn er auf der Bank sitzt. Der spielt einfach Fußball. Und das können sie ja alle nicht. Fossum war auch wieder gut. Ja, Fossum war für mich der beste Mann auf dem Platz. Der hat geackert, der hat versucht Pässe zu spielen und so weiter und so fort. Das war wirklich in Ordnung, ja. Das war einer von denen, wo ich sagen würde, Chapeau, dass du dich in der Mannschaft noch so verkauft hast. Dann Kiyotake. Auch ganz schwach eigentlich. Also keine wirklichen Szenen, wo man sagen könnte, oh, Kiyotake ist zurück, Standards schwach. Auch wenn er das Tor vorbereitet hat, also das war auch nicht so wirklich. Auch nicht so wirklich. So traurig es auch sein mag. Es ist, ja, wer war denn da noch da? Mir fällt schon gar keiner mehr ein. Karaman, ja. Das war mit Fossum der beste Mann auf dem Platz bei Hannover. Hat das Tor gemacht, hat ansonsten ein bisschen was versucht. Nicht sonderlich erfolgreich, aber er hat es versucht. Ja. Er hat was Spritziges reingebracht, er hat Elemente gezeigt. Laufwege ab und zu mal. Nichts Berauschendes, aber zumindest so, dass man sagen könnte, ja, in einem funktionierenden Team könnte der gut funktionieren in der Bundesliga. Also Bundesliga-Niveau hat er gezeigt. An seinem Geburtstag getroffen. Aber auch er. Er ist für mich dieses Jahr die größte Neuentdeckung bei 96, die beste Neuentdeckung. Er ist ein klasse Spieler, gar keine Frage. Ist ein super Typ, ich mag den total gerne. Aber er und Fossum waren heute wirklich die einzigen mit Gültelam, mit Abzügen, bei denen man sagen könnte, ja, war gut, war in Ordnung. Die haben gezeigt, dass sie Bundesliga spielen können. Schalloi nach seiner Einwechslung war auch nicht wirklich was. Also er hat ab und zu mal ein bisschen was versucht, aber auch nichts hinbekommen. Es war geschlossen einfach eine beschissene Teamleistung von Anfang bis Ende. Und da braucht man nichts mehr, da kann man nichts mehr zu sagen. Hannover ist abgestiegen, Hannover hat seine Fans verloren. Wenn selbst der Capo irgendwann runtergeht, ja, von seinem Podium und erst am Ende wieder, das ist ein Sinnbild. Keiner kann ihm das verübeln, ja. Die Mittwochquote war teils lächerlich, was aber auch verständlich ist. Teils war sie wirklich gut. Die Fans sind einfach momentan das Stärkste, was Hannover zu bieten hat. Und selbst die sind immer noch gegen den Verein aufgebaut wegen Kind. Und das läuft so viel schief in diesem Verein. Das ist so schrecklich, diesen Verein so niedergehend zu sehen. Das tut einfach nur noch weh. Und ich bin, wie gesagt, froh, dass ich die nächsten Spiele nicht dabei bin und mir das nicht antun muss. Für einen 6-9-Film für mich. Ja, ist es einfach momentan beschissen. Ich bin allgemein momentan, das wollte ich noch ansprechen, habe ich auch auf Instagram gesagt, ich bin extrem schlecht drauf. Mir geht's absolut nicht gut psychisch. Ich bin total fertig. Ich bin nur noch kaputt. Ich bin nur noch gestresst. Mir geht's einfach wirklich, ich bin nachdenklich. Ich denke über alle möglichen Sachen nach. Mir geht es nicht gut. YouTube stresst mich. Fußball stresst mich. Schule stresst mich. Ich muss alles unter einen Hut kriegen, dieses Prinzip, dass mein Tag 24 Stunden, was Hans es irgendwann mal angemerkt hat, dass ich so viel unter einen Hut kriege und so, ja. Aber mittlerweile jetzt, also da war das auch kein Problem, aber jetzt gerade im Moment, mir geht's echt beschissen und deswegen werde ich YouTube versuchen, ein bisschen runterzufahren. Ich will eigentlich nicht, aber ich werde versuchen, es ein bisschen runterzufahren, dass ihr das wisst, dass ihr da nicht euch wundert.
Ich werde mein Bestes tun, damit es schnellstmöglich wieder geht, aber ich muss an mich denken und YouTube ist nicht mein Leben. YouTube ist wichtiger Bestandteil meines Lebens, aber nicht alles. Und ich hoffe, das könnt ihr nachvollziehen, ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Und ich hoffe, dass es okay ist, dass ich euch das so mitgeteilt habe in diesem Vlog. Ich denke mal, es passt eigentlich zum Anlass, denn enttäuscht bin ich sowieso, schlecht gelaunt und einfach nur fertig und sonst was. Und von daher, ja. Das war's von diesem Video. Ich hoffe trotzdem, euch hat's gefallen. An alle Bremer herzlichen Glückwunsch. Ich glaube an euch, ihr schafft das. An alle Hoffenheimer, ihr steht genauso beschissen da wie wir. Und an alle Frankfurter Kopf hoch, vielleicht irgendwie noch. Aber wen ihr reinreißen sollt, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Also, ja, vielleicht durch die Relegation, wer weiß es. Wir werden's sehen. Bis zum nächsten Mal, wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Bis dann, haut rein und ciao.